Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feldexkursion mit der NU Agrar. Ich begrüße Sie heute aus Nordrhein-Westfalen und lade Sie ein, mit mir einen Blick in die Rüben zu werfen. Konkret geht es heute um den Bestandesschluss, Blattdüngungsmaßnahmen zum Blatterhalt und um Zerkosmora. Diese Rüben berühren sich mittlerweile mit ihren Blättern in der Reihe. Andere Bestände schließen bereits den Bestand komplett und berühren sich auch zwischen den Reihen mit ihren Blättern. Der Termin des Bestandesschlusses ist eine wichtige Größe, um das Ertragspotenzial von Zuckerrüben abzuschätzen. Je eher ein Bestand geschlossen ist, desto höher ist das erwartbare Ertragspotenzial. Im Vergleich zu dem Vorjahr hinken die Rüben in diesem Jahr ein wenig hinterher. Hier ist das auf das nasse Frühjahr und die damit verspätete Aussaat zurückzuführen. Der zeitliche Verzug muss aber kein Nachteil sein, wenn die Rüben in diesem Sommer durchwachsen können. Im vergangenen Jahr zwangen Trockenheit und Hitze die Rüben oftmals zum Schlafen. Wir werden sehen, wie sich der Sommer weiterentwickelt. Wenn Ihnen bei der Bestandeskontrolle auffällt, dass einige Pflanzen ausgefallen sind, sollten Sie der Ursache auf den Grund gehen. Neben Pflanzenverlusten durch Herbizidwirkung, zum Beispiel weil die jungen Rüben mit ihren Blättern auf dem Boden lagen infolge von Starkniederschlägen und somit zu viel Bodenwirkstoff aufgenommen haben, kommen auch Schädlinge wie Drahtwürmer oder andere Insekten im Boden oder aber auch Hasen, Wildschweine oder Rehe, die auf der Suche nach Wasser sind, in Frage. Dann sollten Sie sich die Mühe machen und einmal mit dem Spaten graben, um zu schauen, was unter der Bodenoberfläche los ist. Dazu graben Sie am besten mehrere Zuckerrüben aus und schauen, ob sich unter der Bodenoberfläche Verfärbungen an dem jungen Zuckerrübenkörper finden. Dort können sich Anzeichen für Krankheiten wie zum Beispiel Befall mit Rhizoctonia oder aber auch anderen Krankheiten finden. Die ersten 6 bis 8 gebildeten Blätter stehen für die Bildung weiterer Blätter und für den Wurzelaufbau zur Verfügung. In der Regel sterben diese auch infolge der Herbizidbelastung mit der Zeit ab. Die Assimilate werden in die sich neu bildenden Blätter umverlagert. Die Hauptlast der Assimilationsleistung tragen somit die 10 bis 12 Blätter, die ab Reihenschluss gebildet werden. Voraussetzung für hohe Rüben- und Zuckererträge ist ein gesunder, aktiver Blattapparat und hohe Nettoassimilationsraten. Die Nettoassimilation ergibt sich aus der Differenz zwischen der Assimilation am Tag und der Respiration während der Nacht. Optimal sind warme Tagestemperaturen und kühlere Nächte. Ab dem 10- bis 12-Blattstadium gilt es, den Blattapparat gesund zu halten. Dies kann durch gezielte Blattdüngungsmaßnahmen unterstützt werden. Wichtig für den Blattapparat ist eine ausreichende Versorgung mit den Nährstoffen Bor, Phosphor, Mangan und Magnesium. Das Bor ist an der Bildung der Kambiumringe, in denen der Zucker in den Zuckerrübenkörpern eingelagert wird, beteiligt. Zudem unterstützt Bor die Bildung von Phytoalexin, die bei der Abwehr von Krankheiten notwendig sind. Phosphor ist wesentlicher Bestandteil des Energiehaushaltes und trägt somit ebenfalls zum Blatterhalt bei. Magnesium ist wichtig für den Chlorophyllaufbau und für die Assimilation. Mangan trägt ebenfalls zum Blatterhalt bei. Der effektivste Termin für eine Nährstoffspritzung ist das 10- bis 12-Blattstadium der Zuckerrübe. Ab diesem Stadium setzt das sekundäre Dickenwachstum der Zuckerrübe ein. Eine vorherige Applikation von Blattdüngern ist nicht sinnvoll, da dann neben der Zuckerrübe auch viel Boden getroffen wird. Neben den Blattdüngungsmaßnahmen muss auch darauf geachtet werden, dass der Blattapparat gesund gehalten wird. Blattverlust durch Krankheiten muss vermieden werden. In Regionen, in denen es bereits geregnet hat oder in denen für die nächsten Tage Gewitter angesagt sind, muss auf Zerkospora geachtet werden. Sommerliche Temperaturen und Regen begünstigen Primärinfektionen.
Konkret benötigt Cercospora Temperaturen über 25 Grad und Regen oder eine hohe Luftfeuchtigkeit von über 90% über einen Zeitraum von 5 bis 8 Stunden, um zu infizieren. Die Inkubationszeit, also die Zeitspanne zwischen Infektion und Ausbruch der ersten Symptome, beträgt bei Cercospora 180 Grad Tage. Bei Tagestemperaturen von 25 Grad entspricht das 6 bis 7 Tagen, bevor die ersten Symptome auftreten. Da Cercospora ein fakultativer Pilz ist, muss er bekämpft werden, bevor die Symptome ausbrechen. Das heißt, der Pilz kann nur protektiv und nicht kurativ bekämpft werden. Dort, wo bereits Symptome zu finden sind, kann das Gewebe nicht mehr durch Pflanzenschutzmittel geschützt werden. Wichtig ist, die Primärinfektion zu verhindern, da die Sekundärinfektion bereits deutlich aggressiver und das Inokulumpotenzial stark angereichert ist. Die Cercospora-Flecken lassen sich auf den Blättern in Form von kleinen Punkten mit rotbraunem Rand erkennen. Werfen Sie einen Blick in Ihre eigenen Bestände, um abzuschätzen, wann der geeignete Termin für die erste Blattdüngungsmaßnahme gegeben ist. Achten Sie dabei auch besonders auf erste Cercospora-Flecken, um zeitgerecht handeln zu können. Das war es für heute. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuschauen und wünsche Ihnen eine angenehme Woche. Wenn Sie Fragen zu den anstehenden Zuckerrübenmaßnahmen haben, dann können Sie sich gerne an uns wenden. Bis zum nächsten Mal.